Oh Gott, hast du mich Hallo. erschrocken. Naja, es ist Björns. Oh Gott, mein Herz, ey. Ja, ich weiß, dass es Björns ist. Wenn du sagst, da hat uns irgendjemand gefunden, dachte ich, oh nein, Plaudertasche, dreh mich um, blauer Fuchs. Puh, Glück gehabt. Hi. Ja, hi. Ich dachte, du schläfst und Hi. dann gucke ich so, oh, er ist weg. Okay. Ja, ich war einkaufen für uns. Ich habe wieder lecker Müsli. Oh, Müsli, lecker. Ja, Müsli, Müsli, Yam, Yam, Yam. Genau. Ja. Ja, was ist passiert? Also, ich gehe in die Stadt und die Plaudertasche rennt rum. Versteckt euch alle in euren Häusern. Eine blutrünstige, menschengroße Ratte läuft amok. Ja, das war Fräulein Liffen links neben uns. Okay. Aus Hallo, Versehen. menschengroße Hi. Ratte. Hi. Hi. Ja, was ist denn passiert? Also. Hatte bei Vollmond einen Blutrauschanfall. Okay, dürfte eigentlich nicht passieren. Also. Weiß. Ich war schon lange nicht mehr jagen, daran lag's. Ah. Tja, dann öfters jagen gehen. Ja. Oder sich einen Boxsack zu Hause ins Zimmer stellen. Das hilft auch. Nee, nee, Einfach nee, ein bisschen nee. Wut abbauen. So eine Art Knautschball, nur ein bisschen größer, wo man reinbeißen kann und so ein wie so ein, ach, Man könnte auch egal. einfach ein Kissen nehmen. Ja, genau, ein Oder sich Kissen. ein Lamm aufhängen. Was? 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 Ja, ein Das arme totes Lamm. Lamm. Ein totes. Das kann man in dem Notfall auch noch zerfleischen, wenn man dabei Hunger bekommt. Ja, aber die Gäste werden komisch gucken. Ich meine ja auch hier unten zum Beispiel könnte man das aufhängen. Müsli, Müsli, Müsli. Ich glaube, da mag wer Müsli. Ja, Müsli ist toll. Besonders zum Frühstück. Ach, und Und wenn zum du. Mittag und zum Abendbrot, ja? Wenn du Anisha einen Gefallen tun willst, keine Fischgerichte. Ja, ich bin gegen Fisch allergisch. Gegen Lachs? Ja. Was für ein Zufall, genau den Fisch meine ich. Wow. Wie kommst du jetzt auf Lachs? Wobei, das trifft dich auch super. Ich Du habe liebst komisch Fisch und Telepathie du. gestern gehabt. Ah, okay. Da habe ich die ganze Zeit irgendwas mit Lachsen gehört. Ja. Aber mir fällt gerade was super Gutes Das war ein. Du liebst merkwürdig. Fisch und sie mögen keinen Fisch. Ja, ich mag nur keinen Lachs. Und Glyph mag jede Art von Fisch. Das trifft Aber sich ja jetzt, gut. da Björns da ist, könnt ihr die Sache ja bereden. Ach so, ja, ne? Reden. Ne? Die Sache, ja, komm mit. Komm, warte, ja. Ach, warte mal, wo ging's nochmal hoch? Warte, da. Oh, wow. Jetzt reden die auch schon über Lachs. Wow, ja. Ja. Ich glaube, wir sollten uns hinsetzen. Also. Oh, ich bin jetzt genau auf deiner Höhe. Okay, tut mir leid, das war böse. Wow. Aber ja. stehen ist vielleicht jetzt besser, falls wir wegrennen müssen. Das Ding ist, bist du jetzt eigentlich offiziell in dem Rudel von Flint? Relativ ja. Ja, kann man so sagen. Also, ich habe zwar noch nicht das also offiziell so richtig vorgestellt, nicht, aber Vorgestellt. ja, der Mondgürtel vorgestellt als Ach neues so, ja so, Rudelmitglied. ja, so vorgestellt. Ach so, ja. Ja, ich habe was anderes verstanden. Ich habe vorbestellt verstanden. Ach so. Ich mache mir Licht an. Okay. Ja, also so halb, halb oder wie? Genau. Also ich bin eigentlich schon da Mitglied drin, kann man sagen. Das Ding ist, Liv möchte den Rudel verlassen von Flint. Nee, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Und das Ding ist aber jetzt, weil wir denen gesagt haben, dass wir ein eigenes Rudel haben,
sind es jetzt mehr oder weniger Wölfe, ne? Die passen sich an. Die sind jetzt bei uns, die wollen in unser Rudel. Ja, aber wir sind ja kein, also. Wir können aber jetzt auch nicht sagen, nee, wir sind kein Rudel, weil... Ja, aber wenn es denn rauskommt und ich bin ja eigentlich schon da drüben, das ist ungünstig. Was, wenn wir unseren eigenen Rudel machen? Also wirklich? Einfach den Bock schlagen für dich. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also, Ich meine, wie wenn du gesagt. halb drin bist, dann bist du ja auch halb raus. Ja, also eigentlich bin ich schon drin. Also, sagen wir so, der Alpha-Wolf hat mich ja schon akzeptiert. Und wenn ich sage, nee, dann wird er bestimmt mega sauer sein und uns aus der Stadt jagen. Naja, wir wohnen nicht in der Stadt. Ja. Also ja, wir wohnen zwar nicht in der Stadt, aber. Aber das Ding ist, wenn die beiden oder wenn Liv den Clan verlässt oder den Rudel, was sie machen Aber wird, warum will sie den verlassen? die, ich glaube, der Herr Flint erlaubt die Hochzeit nicht. Das habe ich noch gar nicht nachgefragt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch selbst nachgefragt. Oder sie. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall meinte sie halt, dass sie halt den Rudel verlassen möchte. Hundertprozentig. Und ich habe halt nochmal nachgefragt, weil normalerweise sind ja die Wölfe sehr loyal, wenn es um den Alpha geht. Ja, Und man genau. kann nicht einfach sagen, ich hintergehe ihn. Oder ich verlasse den Rudel. Aber ja, sie ist sich da ganz sicher. Sie möchte einfach ein Rudel haben und lieben können, wen sie will. Und keine strengen Regeln. Sie will einfach leben. Also, aber können die, also die können doch so fernab halt so halt auch ohne Rudel, oder nicht? Das klappt auf lange Dauer nicht gut. Wölfe sind Rudeltiere. Sie passen sich der Gesellschaft an. Das ist halt eine sehr gute Fähigkeit eines Wolfs. Und ohne Ja. Anführer spielen die irgendwann verrückt. Was heißt verrückt spielen? Aber wenn man keinen hat, an den man sich, sag ich mal, anpassen kann. Und die keinen Boss haben, dann. Und wenn er einfach sein eigener ist und einfach so ein Meierrudel aufmachen, weiß nicht. Ich meine, rein theoretisch, ehrlich gesagt, also wie gesagt, ich bin kein Mensch, der sich unterdrücken lässt. Das heißt, ich werde sicherlich nicht in den Rudel von Flint gehen. Und ich glaube auch nicht, dass der Herr Flint Neulinge aufnimmt. Ja, ich bin ja auch so gesagt Neuling und Ja, damals. Wann? Wann? Seit wann bist du ein Werwolf? von ja, aber von sein Beta, also die Beta-Wölfin oder die Alpha-Wölfin vom Alpha meinte irgendwas mit, dass die überlegen, auch das Rudel zu vergrößern. Aber ich kann die beiden halt auch verstehen. Ich meine, wenn das Rudel wirklich so strenge Regeln hat Ja. und es nicht erlaubt ist, die Person zu lieben, die man liebt, das ist halt, ich kann das Ja, verstehen. Problem ist, ich bin ja so gesagt fast da in den Rudel drin und wenn denn jetzt irgendwie ein zweites Rudel aufgemacht wird, da gibt es doch nur Ärger zwischen den, also zwischen ins Rudel und unser Rudel denn. Es gibt Bündnisse. Ich meine, in meiner Stadt haben die Werwölfe auch Bündnisse gemacht mit anderen Rudeln.
Also halt auch mit Menschen, aber halt auch mit anderen Rudeln, damit sie sich halt nicht in die Quere kommen. Und wenn sie einfach, also wenn du einfach das Rudel anführst? Aber du kannst. Und du willst einfach drüben bleiben? Im anderen Rudel? Naja, kann ja der Diplomatenrüde sein oder so. Das Ding ist, wenn. Rein theoretisch, wenn ich jetzt im Rudel oder wenn ich jetzt ein Alpha werde und ein Rudel anführe und ich mit dem Herrn Flint rede und er Nein sagt und es wirklich Stress geben sollte, tja, dann musst du dich halt für eine Seite entscheiden und Wölfe und also du bist halt, weißt du, was ich meine? Ja, also Wie ich würde gesagt, du mich bist halt denn, loyal gegenüber einem Alpha. Das ist ganz normal. Das liegt in der Natur. naja, ja, schon, aber wenn ich mich entscheiden würde, würde ich mich für dich entscheiden. Das sagst du jetzt, aber in einer Situation, da hörst du nicht auf dich selbst, sondern auf deinen Wolfreflex, Instinkt. Das Ja, ist ich kann schwer zu auch. erklären. Ja, ich kann auch schwer Flint jetzt sagen, nee, ich komme doch nicht in neuer Rudel, weil, wie gesagt, die haben sich halt Mühe gegeben, mich ein bisschen, wie soll ich Ja, sagen, auszubilden. genauso geht's dem Herrn Merlin. Er fühlt sich uns verpflichtet. Genauso wie du dich so ein bisschen jetzt verpflichtet fühlst, in dem Rudel zu sein. Wir müssen es ja nicht negativ sehen. Es kann ja sein, dass das klappt. Ich meine, du bleibst im Rudel von Herrn Flint. Ich leite ein eigenes Rudel und du bist der Mittelsmann. So ein Ja, bisschen. der Diplomaten Rüde. Genau. Das könnten wir versuchen. Ja, klingt Das auf jeden Fall nach müssten einem wir jetzt Plan. nur den anderen klar machen, Ja, wir sollen dass. es klar machen. Ja, aber ich meine, klar machen, dass. Ich habe ja gesagt, dass du. Egal. Dass du Alpha bist und normalerweise, um halt jemand anderes einen Alpha-Platz zu geben, muss man um Leben und Tod kämpfen. Aber wir lassen das einfach, weil es stimmt ja nicht. Ja. Auch besser so. Naja, nicht wirklich um Leben und Tod. Also, wenn, also manchmal passiert es halt, dass man halt stirbt dadurch, aber manchmal kann man auch durch schwere Verletzungen halt überleben. Aber dann ist man halt ein Ausgestoßener und muss weg. Ja. Und weg im Sinne von ganz weit weg. Ciao, Also, ciao. so Castarina weg ist nicht. Weg, War weg, weg weg, genug. genug, genau. Okay. Gut. Da die ja auch jetzt mehr oder weniger in meinem Rudel sind, dann werde ich ihnen das erzählen, ne? Ja, Dass du. dass du Alpha bist. Ja, aber dass du halt auch im Clan von Flint bist und der Mittelsmann bist. Ja, so versuchen wir es. Okay. Du machst anfangen. Ja, du musst aber vorgehen. Wir passen ja nicht beide. Doch, ein bisschen quetschen. Ja, aber nein. Okay. Was zum. War das schon immer da? Nein. Was zur heiligen Ist Sonnenblume? ungefährlich. Das mit dem Feuer war nicht ich. Ist magisches Feuer, kann man auch draufstehen, tut einem nicht weh. Alter, das ist ja richtig, Franziska. Chantal? Ja, Was? nein. Was? Was, du heißt Chantal? Nein. Chantal? Zweitname? Nein, ich habe keinen Zweitname. Hätte ja sein können. Ja. Wir haben uns besprochen und wir haben eine kleine Planänderung gemacht. Das heißt, wenn wir halt jetzt rein theoretisch den Rudel, sage ich mal, jetzt vergrößern, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der offiziell wird und die anderen Leute das mitkriegen, beziehungsweise der andere Rudelführer das mitbekommt, sehr hoch.
Und das gehen wir auch ein. Das heißt, wir würden euch aufnehmen. Das Ding ist halt aber, dass ja, Björn den Mittelsmann spielt. Das heißt, er ist in dem anderen Rudel drinne. Aber wird, sage ich mal, ja, das Gleichgewicht halten zwischen den zwei Rudeln, sodass die halt sich gegenseitig nicht in die Quere kommen, weil das sehr oft passieren kann oder sehr wahrscheinlich passieren kann. Also, wir beide werden aufgenommen und Björns verlässt uns. Mehr oder weniger. Er ist so ein bisschen so in beiden Rudeln drin, wenn man das so sagen möchte, kann, sollte. Das kann man schwer erklären. Ja. Er ist halt so halb, nein, das ist halt, wir wollen halt keinen Stress mit dem anderen Rudel haben. Genau. Weil wir wollen einfach leben. Wir wollen einfach unser Leben leben und Zusammenleben, genau. genau. Und da haben wir jetzt ausgemacht, dass er zurücktritt vom Alpha-Posten und sich dem anderen Rudel anschließt, um halt irgendwie so ein bisschen das Gleichgewicht zu halten. So gesagt, der Diplomatenrüde. Genau. Aber das heißt, rein theoretisch, wenn sich die zwei Rudel in die Haare bekommen würden, wäre er auf unserer Seite, ne? Auf deiner, ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, wäre es dann nicht für sie sehr schwer gewesen, gegen ihren eigenen Freund zu kämpfen? Ja. Aber Wolfsinstinkte, das darf man halt auch nicht vergessen. Nicht alle können die eigenen Gefühle und ja, die Wolfsgefühle oder Instinkte unterscheiden. Und sag ich mal, so leiten und zu entscheiden, welche Gefühle jetzt welche Taten vollbringen. Also, ist es für dich in Ordnung, Liv? Ja. Dann für mich auch. Okay, also das heißt aber, du müsstest das mit deinem alten Alpha oder mit deinem Alpha noch besprechen. Okay, und wenn du das getan hast, dann bist du ein offizielles Mitglied. Weil jetzt noch halb, weil dein Wolfinstinkt, oder besser gesagt, weil du ja noch im anderen Rudel bist. Okay. Also für euch. Sollte Björns dann nicht vielleicht direkt mitkommen, wenn er dann rüber wechselt? Das klären die privat. Ja. Okay, aber ich gehe mit bei dir. Okay. Also muss ich nicht mehr mit Ihnen reden wegen der. Wollen wir uns vielleicht einfach alle duzen? Das mit Okay. Sie, das ist so Das ist kompliziert. ja. Gut, denn also er weiß Bescheid zwischen euch beiden, oder? Na, noch nicht ganz. Das werden wir aber auch Weil gleich ich machen. kam immer noch nicht dazu. Ich habe versucht, die ganze Zeit ihn zu finden, aber irgendwie ist er immer unterwegs. Da konnte ich ihn halt noch nicht fragen. Aber rein theoretisch spielt es ja auch keine Rolle mehr, wenn sie den Ja, Rudel theoretisch, ja. verlässt. Weiß jemand die Mondphase gerade aus dem Kopf zufällig? Ist Hälfte, Halbmond circa. Wenn ich Okay. Vollmond oder für Neumond? Für Neumond. Wir haben also noch Zeit. Oder Viertel vor Halbmond, Viertel vor Vollmond. Muss man mal Ja. gucken. Was denn jetzt? Halb nach Ja, Vollmond oder Viertel Es ist vor auf jeden Fall, Vollmond? die nächste Viertel Nacht ist vor auf jeden Fall Vollmond. kein Vollmond. Genau. Also Gut. habe ich so das Gefühl, dass es Viertel vor Okay. Vollmond ist. Okay. Sollen wir dann gehen? Aber ich habe keine Ahnung, wo er ist. Das ist nicht schlimm. Den finden wir Okay. schon. Und falls es problematisch wird, weil wenn man einen Rudel verlässt, ist das halt, man stellt sich gegen Alpha eventuell,
dann einfach hierher kommen.